Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ankh, Herz des Osiris. So, weiter geht's. Wir haben im letzten Part eine schmerzhafte Rasur erlebt. Mit Heißwachs. Aber nur so kommen wir in diese angesagte Kneipe hier rein. Ich rede nochmal mit ihm. Moment, an Bulbul kommt niemand. Hey, fällt dir nichts auf? Naja, also... Der Bart ist ab. Jetzt mach Platz. Nicht so voreilig. Was denn jetzt noch? Tja, also... Du kommst nicht rein wegen deiner... Nasenhaare? Na gut, was soll's. Willkommen in der wilden Mumie. Aber mach nichts kaputt. Ich? Niemals. Das wäre jetzt noch cool, die Nasenhaare mit Heißwachs wegmachen. Oh, nee. Huhu. Nein, nein, nein. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Ach, Fatima ist also auch hier drin. Kannst okay. du mir weiterhelfen? Ich suche die Kerle, die mir das Ankh gestohlen haben. Du solltest mir lieber erstmal meinen Papagei wiedergeben. Oh, oh nein. Ich bin doch Stammkunde. Oh, oh, ich möchte nicht, aber ich muss. Was hast du gemacht? Mein armer Papagei! Hey, jetzt mach mal keinen Aufstand. Keinen Aufstand? Der hat ja kaum noch Federn. Macht der Kerl Ärger, Boss? Schon gut, Bulbul. Mit dem werde ich gerade noch allein fertig. Ich rede kein Wort mehr mit dir, Asil. Was soll ich mit Stamm... Eines Tages werde ich wieder reich sein. Zähflüssiger Dattelsaft. Aha, Dattelsaft. Gut. Und genau an dem Tag gibt's hier den nächsten Cocktail. Fenster. Ich kriege das Ding nicht auf. Dann gehe ich noch deiner Konkurrenz, den Weinmann. Hihi. So, wen haben wir denn hier? Unlustiger Komiker. Hallo. Du Armer. Bestimmt ist Schreckliches mit deinem Gesicht passiert. Wenigstens du findest mich komisch. Wie meinst du das? Der Pharao findet mich zum Beispiel nicht komisch. Deshalb hat er mich entlassen. Ich dachte, der Pharao wirft unlustige Komiker den Löwen vor. Ja, so ist das auch normalerweise. Aber weil die Löwen verhungert sind und die Schlangen als Nachspeise serviert wurden und weil das Krokodil nach einer Panikattacke in den Katakomben des Palastes verschollen ist, naja, da gibt es niemanden zum Vorwerfen. Aus Einfallslosigkeit hat mich der Pharao dann entlassen. Über diese Einfallslosigkeit solltest du froh sein. Ein Komiker ist lieber tot, als dass keiner über ihn lacht. Das ist ja wohl der größte Witz, den ich je gehört habe. Danke. Hoffentlich kennst du keine Witze. Doch, klar. Willst du welche hören? Ja, jetzt muss ich mir eine Zeit lang Witze anhören. Okay, oh, machen ja. wir mal. Erzähl mir einen Witz. Fein, also. Treffen sich zwei Schlangen in der Wüste, fragt die eine, du, sind wir eigentlich giftig? Sagt die andere, weiß ich nicht, wieso? Sagt die erste, ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Harre, harre. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, warum geht ein Kamel durch die Wüste? Weil es auf die andere Seite will. Mhm. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also... Treffen sich zwei Nubier in der Wüste, sagt der eine, hey du, antwortet der andere, wer ich? Ich weiß gar nicht, wie viele Witze das Kennst sind, du noch aber mehr es sind Witze? Einige. Klar, also, was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines, grünes Dreieck? Sag doch einfach, dass du den Witz schon kennst. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also... Ein Eisbär geht durch die Wüste und sagt, Mensch, muss das hier glatt sein, so wie die gestreut haben? Ah, ah, ah. Ich kenne auch einen. Geht ein Schneemann in eine Sauna, kommt raus, Schlitten weg. Ah, ah, ah. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, was sagt das Krokodil, nachdem es den Komiker gefressen hat? Schmeckt irgendwie komisch. Ich kenne auch noch einen. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Noch Kennst mehr. Du noch mehr Witze? Klar, also, gehen zwei Palastwachen an einer Kneipe vorbei. Und? Was und? Wo ist die Pointe? Das war die Pointe. Witzig. Oh, noch mehr? Kennst du noch mehr Witze? Klar, also,
treffen sich zwei Mumien, beide tot. Jawohl. Kennst du noch mehr Witze? Klar, oh, also. Das müsste jetzt aber der letzte sein. Kennst du den mit Ramses, der Tänzerin und dem Skorpion? Nein. Verdammt, ich auch nicht. Kennst du noch mehr Witze? Nein, das waren alle, die ich kenne. Kriege ich jetzt eine tolle Belohnung dafür, dass ich mir den ganzen Unsinn angehört habe? Nein. Verdammt. Weißt du, das Problem ist, dass es in Kairo keinen Ort gibt, wo ein Komiker sein Geld verdienen könnte. Keinen Ort außer dem Palast. Und da der Pharao das Arbeitslosengeld abgeschafft hat, werde ich wohl bald im Steinbruch arbeiten müssen. Ein bisschen ordentliche Arbeit würde dir gut tun. Reaktionär! Was ist so schlimm am Steinbruch? Vielleicht, dass man dort nach 2 Wochen Arbeit stirbt? Ich komme wieder, wenn ich einen Job für dich gefunden habe. Ach, okay. Wenn mich doch ein großes Theater anwerben würde. So, die Leute haben hier alle Smileys über dem Kopf. Und damit Fatima wieder mit mir spricht, müssen mindestens 3, hier unten stehen 3 und hier halt oben die Klappe, zählen als 1, die Gruppe. Mindestens 3 von den 4 einen grünen Smiley über den Kopf haben. Ich dachte, das muss ich jetzt schaffen. So, was wollen die denn? Wird aber auch Zeit, dass mal Dienstpersonal hier vorbeikommt. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ihr Kairoer seht doch alle gleich aus. Sehe ich wie der Wirt aus? Wir langweilen uns. Wie wäre es mit etwas zu trinken? Uninteressant. Wir wollen ein Großstadtvergnügen. Etwas, das es nur hier gibt. Etwas Neumodisches. Mit Stil. Stil! Ja, da habe ich doch was für euch. Hier, vorhin geklaut von meinem Schwiegerpapa. Zukünftigen Schwiegerpapa. Hier, eine leckere Wasserpfeife mit Apfelgeschmack. Na, endlich! Seht ihr, jetzt haben die alle einen grünen Smiley über dem Kopf. Da habe ich schon mal einen geschafft. So, euer Bier. Aber der mit dem Kopf auf dem Tisch bekommt nichts mehr. Saftladen. Es macht mir immer wieder Freude, netten Bier Menschen gebracht. Einen Gefallen zu tun. Du bist ja immer noch da. Ja. Wenn ich jetzt diesen Bierdeckel wegnehme. Oh nein. Sind alle wieder gelb, die Smileys. Die fliegen in unser schönes Bier. Aber das macht nichts. Ich brauche leider. Ich habe jetzt Geld bekommen. Ich brauche den nützliches Bierdeckel. Werkzeug. Ja, ein Haufen nützlicher Werkzeuge. Da ist doch noch irgendwo was, oder? Ach nee, ich habe schon 2 Sachen bekommen. Okay. Oh. Badabi. Ach, Ziel, altes Haus. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Stimmt. Ewig? Das war vor 3 Wochen. Deine Abschiedsparty in der Pyramide, die mich einiges gekostet hat. 3 Wochen? Mir kommt es vor, als wäre das schon ein ganzes Jahr her. Ich bin ja direkt nach der Party nach Luxor gezogen, aber ich hatte Lust, mal wieder hier in der Provinz nach dem Rechten zu sehen. Und wie ist Luxor so? Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da muss man hin. Dort pulsiert das Leben. Ein einziges Kommen und Gehen. Da werden die Nächte durchgefeiert. Und die Bräute, Mann. Die Bräute. Schon mal gehört, dass Luxus nicht glücklich macht? Ja, ist aber nur ein Gerücht. Als großer Luxor-Experte hast du sicher Tipps für mich. Na klar. Der angesagteste Schuppen in Luxor ist das Casino. Da gibt es jeden Abend tolle Shows. Hier, auf diesem Flugzettel steht alles, was man über den Laden wissen muss. Du weißt also gar nicht, was nach der Party passiert ist? Nee, woher denn? Du erinnerst dich doch an die Mumie. Die hat mir diesen Todesfluch verpasst. Ich bin dann... Aha, wahnsinnig interessant. Also ich hatte ja dann das Ankh. Der Flaschenöffner? Hey, der ist total altmodisch. Kein Mensch trägt sowas in Luxor. Jedenfalls musste ich sogar in die Unterwelt absteigen und Osiris... Hey, toll, was du alles erlebst, aber... Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da muss man hin. Dort pulsiert das Leben. Ein einziges Kommen und Gehen. Da werden die Nächte durchgefeiert. Und die Bräute, Mann, die Bräute. Hattest du schon erwähnt.
Luxor mag ja tolle Bräute haben, aber Kairo führt immerhin in der Verbrechensstatistik. Aber nur, weil die wilden Partys in Luxor noch nicht als verboten geführt werden. Genau. Wir sprechen uns später. Wenn ich da noch nicht erstickt bin. In eurer Spelunke ist es ja total stickig. Genau, so, das hätten wir schon mal. Jetzt habe ich hier, oder wir haben hier eine Musikbox. Und zwar, was habe ich hier eigentlich? Werbezettel. Ah ja, okay, später. Erstmal die Münze in die Musikbox werfen. Hinein mit den Münzen. Mein fachmännischer Blick sagt mir, dass die Plattennadel kaputt ist. Okay. Plattennadel kaputt, na gut. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe hier einen schönen Werbezettel für ihn hier. Der ist ja jetzt ganz traurig, der hat ja schon einen roten Smiley. Oh Gott. Asil, Talentbehörde. Wir suchen noch einen Star-Komiker für das Casino in Luxor. Was ist das für ein Zettel? Da ist ja gar kein offizieller Stempel drauf. Ach, okay. Stempel. Ich habe hier ein Siegel. Ah, meine Dattelsaft getaucht. Angefeuchtet. Na. Und zack, damit drauf. Sieht offiziell aus. Schön. Hier. Bitte schön. Ich glaube, ich habe mich nicht richtig vorgestellt. Asil, Talentbehörde. Wir suchen noch einen Star-Komiker für das Casino in Luxor. Das Casino in Luxor? Bei den Göttern, das ist mein großes Ziel. Ich bin genau der Richtige. Meine Scherze sind legendär. Kommt der Pharao ins Freudenhaus? Schon gut. Danke, danke, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und meine zukünftigen Fans in Luxor auch nicht. So, jetzt ist Smiley wieder gelb. Allerdings wackelt, glaube ich. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als einen Tisch, der nicht wackelt. Genau. Dazu habe ich ja diesen Bierdeckel geklaut, damit ich den hier drunter stellen kann. Schön, der Tisch wackelt nicht mehr. Oh, jetzt hat der einen grünen Smiley. So, ihm muss ich irgendwas geben, weiß ich nicht. Und ihm hier, hallo, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Du siehst nicht glücklich aus. Ich will ehrlich sein. Ja, ich habe ein paar Cocktails zu viel gehabt. Jedenfalls war es vor einigen Wochen an einem besonders heißen Nachmittag. Nach dem großen Spiel. Ich versuchte, meinen letzten Sklaven gewinnbringend zu verkaufen. Ein völlig verrückter Typ. Aber immerhin verstand er was von Fußball. Und dann habe ich einen Filmriss. Irgendwas hat mich umgehauen. Und der Sklave war weg. Damit war meine letzte Kapitalreserve aufgebraucht. Seitdem bekomme ich kein Bein mehr auf den Boden. Was auch immer es war, das mich ausgeschaltet hat. Es hat mir erst meine Existenzgrundlage genommen, dann meinen Mut und schließlich meine Selbstachtung. Ich bin nur noch das Wrack des fröhlichen, gewissenlosen Sklaventreibers, der ich mal war. Kann ich dir weiterhelfen? Wenn du weder einen Sklaven noch etwas zu trinken für mich hast, könntest du mir höchstens Geld beschaffen, damit ich mir einen Sklaven oder etwas zu trinken kaufen kann. Vielleicht wäre ein Glücksspiel nicht schlecht. Das scheint mir ein sicherer Weg zu sein, wieder an Geld zu kommen. Wie wäre es mal mit ehrlicher Arbeit? Ich weiß nicht. Ich habe einfach mein Herz an den Sklavenhandel verloren. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, ins Sklavenbusiness einzusteigen? Eigentlich nicht. Denk mal drüber nach. Du musst dir keine Sorgen mehr wegen einem Dach überm Kopf und Essen machen. Weil ich dann beides nicht mehr habe, sondern der Willkür meines Herrn ausgesetzt bin? Ich kann dir sehr nette Arbeitgeber verschaffen. Und die vermögenswirksamen Leistungen erst. Wie sehen die aus? Du bekommst jede Woche einen Steinwaschkies. In wenigen Jahrzehnten hast du genug, um ein Haus damit zu bauen. Das ist so blöd, da wird sogar die Wüste rot. Dann halt nicht. Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Du kommst schon wieder auf die Beine. Vielleicht, wenn ich im Lotto gewinne. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Nee, der wollte doch was zu trinken haben. Ich habe doch hier den Cocktail besorgt. Hey, keine fremden Cocktails in meiner Bar. Mist, na. Sie hat's gesehen. Na, okay. Kann ich von hier denn eigentlich das Fenster einschlagen? Wenn ich hier randaliere, kommt Bulbul und wirft mich auf Lebenszeit hinaus. Dann mache ich das von der Seite. Moment, stopp. Hier ist nämlich das Fenster, genau. Dahinter sind einige Leute. Ja. Wird schon keiner merken. Zack, eingeschlagen. Nanu! Ich könnte schwören, ich hätte etwas gehört. Da steht nur ein einziger. Und der schaut drüber weg.
Der ist auch toll. Ich habe hier noch, genau, diesen Lampignon. Lampignon. Ich habe die Glühwürmchen befreit. Lampignon. Kann das nicht aussprechen. So, Glühwürmchen. Kann ich noch nicht fangen, nee. Ich muss erstmal Fatima rauslocken. Und zwar klingel ich hier einmal. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Nee, ich möchte nichts kaufen. Ich hau wieder ab. Bleib du mal da stehen. Genau. So, jetzt schnell diesen Trink mit dem Sklaven. Ich sollte es anders versuchen. Kombinieren. Nein, hier, komm. Ich sollte es anders versuchen. Wieso? Ich sollte es anders versuchen. Oh nein, jetzt zieht's hier auch noch. Ich bin doch Stammkunde. Oh. Die müssen infolge von Vandalismus. Eine sehr schmale Scherbe. Das heißt, der trinkt nur was, wenn er hier auf mit dem Game Smiley über dem Kopf hier rumläuft oder was? Ah, jetzt ist er glücklich, weil er frische Luft hat. Aber diese Scherbe, die ich gerade gefunden habe, von dem Glas, von der eingeschlagenen Fensterscheibe, kann ich hier als Nadel benutzen. Das sollte die Plattennadel ersetzen. Ein Lied spielt. So, jetzt sind sie beide wieder gelb, das macht aber nichts. Er ist noch grün, alles klar. So, dann muss ich Fatima leider nochmal rauslocken. Ich glaube, wenn er einen roten Smiley hat, dann will er nichts zu trinken haben. So, klingeln wir nochmal. Sag einfach Bescheid, wenn du was ja, kaufen willst. Ich möchte nichts kaufen, ich will zurück. Zurück. So, hier rein. Getze aber, los, komm. Du hast doch Durst. Ey, nicht da hoch, hier hin. Ich sollte es anders versuchen. Wieso denn das? Ein lecker aussehender tropischer Cocktail. Hey, keine fremden Cocktails in meiner Bar. Rein. Mist. Sie hat's gesehen. Na, immerhin wird hier mal gute Musik gespielt. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Komm schon, das hier ist eine Szenebar. Die Leute mögen mich, also musst du mich auch mögen. So, so. Die Leute mögen dich also? Hey, Jungs, was haltet ihr von dem hier? Naja, wie eh und je. Der? Toller Bursche. Der? Tja, wer ist das nochmal? Tja, du hast hier wohl nicht den besten Stand, so wie es aussieht. Ich bin doch Stammkunde. Okay. Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Musste ich jetzt erstmal mit Fatima vielleicht reden oder so? Eines Tages werde ich wieder reich. Kann das sein? Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Geht das jetzt? Ich sollte es anders versuchen. Aber wie? Ich sollte es anders versuchen. Wie anders? Was willst du denn? Hä? Na gut. Könnte mal bitte jemand diese Hinterwäldler-Musik ausmachen? Wenn die Musik schon schlecht ist, will ich wenigstens was Gutes zu trinken. In Luxor hätte mir schon längst eine Bikini-Braut einen Cocktail gereicht. Willst du den Cocktail haben? Hey, keine fremden Cocktails in meiner Bar. Mist. Sie hat's gesehen. Okay. Will er den Cocktail haben? War das so? Ich dachte, der Sklavenhändler wollte den Cocktail haben. Dann probier es nochmal so rum. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Kriegst du jetzt den Cocktail? Gar nicht mal so übel. Okay. Danke, Asiel. Kriege ich dafür jetzt was, oder was? Ich hasse diese abgenudelten Hits der letzten Saison. Ach, nee, Moment. Ja, ich weiß, wo ich jetzt hingehen muss. Ja, genau.
ganz oben, bitte. Ja, habe ich vorhin vergessen mitzunehmen. So, genau. Hier weiter, weiter, weiter. Hier ist doch unser Helsener. Das Amt ist doch nicht zurück in deinem Besitz. Die Zeit drängt. Was verkaufst du in deinem neuen Geschäft? Es ist ganz einfach. Ich sehe in die Zukunft und verkaufe dir dann das Wissen darüber, wie ein Sportereignis ausgehen wird. Klingt interessant. Worauf kann ich denn wetten? Das große Spiel steht an. Alle wichtigen Mannschaften aus ganz Ägypten treten gegeneinander an. Hast du eine Wettinformation für mich? Na klar, ein todsicherer Tipp für nur 30 Silberstücke. Was? Willst du nicht für den Hüter des Ankh eine Ausnahme machen? Na gut, ausnahmsweise. Hier hast du die Wettinformation. Genau. Vielleicht hilft sie dir ja auf deiner Suche. Ja, die hilft mir. Ja, die hilft mir. Okay, also, dann werde ich mal diesen Part beenden. Und im nächsten Part werde ich diese Wettinformation werde ich diesem Sklavenhändler geben. Dem wollte ich doch ehrliche Arbeit verschaffen, ja. Alles klar, okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis denn, ciao.